Folgende Situation. Ich bin ein grünes Marsmännchen. Männchen. So. Ja? Habe unheimlich Vokabeln gepaukt und habe dabei festgestellt, dass es einen deutschen Bundeskanzler, ich wollte unbedingt nach Deutschland, einen deutschen Bundeskanzler, der raucht wie ein Schlot. Und hält die Vorträge und rauchen muss das Spiel. Okay, also habe ich beschlossen auf dem Flug, ich will rauchen. Jetzt will ich natürlich Leute kennenlernen als Marsmännchen, die ein bisschen in die Zukunft gucken, nicht so alt wie deine. Und ein bisschen, ja, die ein bisschen positiv sind. Computer eingegeben, Computer, Magdeburg ist heute was los, da sind junge Leute, Piraten, die machen da eine Veranstaltung, da lass dich mal nieder. Ich bin jetzt also da und will nun rauchen. Mein Computer hat mit ihrem Computer ja, sich abgestimmt, du weißt jetzt schon, dass ich rauchen will. Das Dumme ist, Marsmenschen oder Marsmännchen sind sehr schreckhaft. Deine Aufgabe ist es jetzt gleich mir zu erklären, wie ich mir eine Zigarette anstecke. Ohne mir nahe zu kommen. Du musst das mit Pumpen machen. Du darfst auch deine Hände nicht verwenden, weil ich sehr schreckhaft bin, wenn ich weg oder du willst mich erkennen, dann ist es auch durch die Lebensform. Ja? Okay. Ja, genau so. Jetzt fängst du einfach ein. Also du darfst ruhig zu. Also ich kann es machen. Achso, das Dumme ist, ich spreche nicht. Nein, ich kann ja nicht sprechen. Ich kann nur, ich habe nur, aber ich verstehe dich. Nicht. Ich erzähle nur alles das erste Mal, ne? Weil ich mach's halt, ne? Christoph, bleib doch. Ich mache übrigens das, was du sagst. Bevor dir auf dem Tisch liegt eine Schachtel, nimm so eine Spange. Ja, nee, Peter. Die andere Schachtel, bitte. Ja, genau. Da nimmst du bitte einmal raus. Da ist sowas Beiges. Schau mal, so. Ja. Genau, greifen. Eins davon. Eins. Ja, super. Schachtel hinlegen. So, du steckst dir das jetzt in den Mund. Mit der dunklen Seite, zu den Lippen. Im rechten Winkel, es tut mir leid, rechten Winkel zu deinem Mund, bitte. Ja, ist super. Jetzt wird's kompliziert. Die andere Schachtel bitte in die Hand nehmen. Super. Aufschieben, also an der Seite auf. Das hast du toll gemacht. Greifst du bitte eines der Hölzchen, die am Boden... Oh, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Kannst du bitte eines der Hölzchen, die am Boden liegen? So, das rote Ende von dem Hölzchen musst du jetzt über diese braunen, rauen Seiten der Pappschachtel drüber ziehen. Genau, über diese Seiten. Und dann ganz schnell zu deinem... Erst zuhören. Dann, wenn es denn brennt, dann bewegst du es Richtung des Endes deiner Zigarette, also den vorderen, nicht deinen Mund anzünden, was von deinem Gesicht wegragt. Das weiteste Ende, was genau von deinem Gesicht wegragt. Dort bewegst du es hin, wenn es brennt. Und dann musst du einatmen, durch den Mund quasi, also ziehen. Dann müssen die Zigarette anzünden. Wir probieren es mal. Stärker. So ähnlich. Ein bisschen schräg halten. Ist nicht schlimm. Nimm ein neues Stückchen. Genau. Versuch einen schrägeren Winkel. Also einen schrägeren Winkel und Kraft. Vielleicht genau die andere Richtung? Nee, nimm doch wieder die erste, lieber besser. Okay, probier's mal so rum. Ja. Ja, jetzt nimm's zum Mund, bitte, ganz schnell. Wir haben das besprochen. Ja, ziehen. Und jetzt pust es oder mach mal das da aus. Pusten. Das Feuer. Bitte. Puste das Feuer aus. Super. Erfahrungen? Ja.
Wir versuchen Leuten zu erklären, wie wir denken, und sie müssen verstehen, was wir denken. Wir setzen halt bestimmte Dinge voraus, weil wir sie schon tausendmal gemacht haben, weil sie uns ganz normal sind, die andere vielleicht noch nie gemacht haben. Und wen betrifft das? Betrifft das jetzt nur uns mit den Presseleuten oder betrifft das auch die Presseleute mit uns? Wenn es schief geht, man die ganze Kneipe ab. Wenn es schief geht, man die ganze Kneipe ab. Das betrifft alle. Genau. Jeden mit jedem? Meinst du jetzt? Das geht auch, wenn jemand versucht, mir zu erkennen, den Auto funktioniert, ich habe noch nie ein Auto gesehen, habe ich das gleiche Problem. Also in allen Bereichen des Lebens. Genau. Und genau das ist auch mein Ansatz, dass wir im Umgang mit der Presse das immer vor Augen haben. Die Leute haben ihre Aufgabe, die haben irgendwas, was sie füllen möchten. Vielleicht nur ihren Job zu tun, vielleicht auch nur den Tag rumzuschlagen oder was auch immer. Und wir haben unseren. Ja? Damit wir besser miteinander klarkommen, es ist wichtig, dass wir uns auf den anderen einlassen. Dass wir verstehen, was ihn antreibt. Und die richtigen Fragen. Ein ganz wesentliches Element dabei ist der Name. Der Name dieses Menschen, mit dem ich mich unterhalte. Und nun gibt es natürlich viele Möglichkeiten, sich Namen einzuprägen. Ich möchte euch mal eine zeigen. Und dafür habe ich das Tüchlein auf dem Platz vorgefunden. Das ist mein Giveaway für euch, ein Zebertuch, damit euch in Zukunft die Namen einfallen. Zeba, ein Akronym, das für folgende Punkte steht. Z für Zuhören. In dem Moment, wo mir mein Gesprächspartner den Namen nennt, bin ich einfach verpflichtet, ihm zuzuhören. Sonst kann ich ihn nicht mit Namen annehmen. Einfach mache ich es ihm, wenn ich mich klar und deutlich vorstelle. Dann ist er sozusagen genötigt, auch seinen Namen klar und deutlich zu nennen. Wenn ich also zum Beispiel sage, hallo, ich bin Steffen. Andreas. Hallo Andreas. Okay, dann verstehe ich gleich klar und deutlich Andreas. Andreas aus dem Harz, das habe ich nun von vorhin. Das E steht für Eindruck. Da habe ich hier zum Beispiel ein Beispiel, also ein lebendes Beispiel der Tobias. Der Tobias ist hier in dem Piraten-T-Shirt und heißt Petri. Piraten-T-Shirt? Petri. Ja, das ist der Eindruck, ne? Das ist orange Piratische, Petri. Okay, Tobias Petri. Oder ich komme in die Kneipe und treffe jemanden und hallo, ich bin Steffen Töpfer und der ist kräftig und dick. Nein, Charles Dickens. Klar, Dick. Charles Dickens. Also der ein Michael Groß, weiß noch jemand, womit der berühmt geworden ist? Stimmt. Ja, der also Weltmeister, ich glaube, auch Olympiasieger. Ja, wenn so ein großer davor mir steht und auch noch groß heißt, dann groß. Wiederholung. Andreas, kannst du dir vorstellen, dass das wichtig ist, in einem Gespräch ganz oft den Namen des Gesprächspartners zu nennen? Oder siehst du das anders, Andreas? Frage mal anders, Andreas. Welche Möglichkeit bietet dir ein Gespräch, den Namen ganz oft zu nennen? Okay, die anderen haben es verstanden, worum es ging. Hast du es auch mitgekriegt? Ich habe jetzt viermal deinen Namen genannt. Also, ja, das habe ich nur für mich gemacht. Das habe ich nur für mich gemacht. Ich habe immerzu deinen Namen wiederholt, um mein Kurzzeitgedächtnis da oben zu aktivieren. Das ist Andreas. Okay? Das A steht für Assoziation. Das kann zum Beispiel sein, jemand heißt Töpfer. Wie ich. Ein Beruf. Ne? Früher hat er Vasen getöpfert, heute werfen die Leute bloß noch nach ihm mit diesen Vasen, ja, weil er nicht solche erzählt hat. Das kann ich bemerken über diesen Beruf. Ne? Stelle ich mir den als Töpfer vor. Oder Tina
Olten zum Beispiel ähnelt ein wenig meiner, nicht ist das, Marion Ott heißt die. Also, ja, rote Haare, freundliche Ausstrahlung, so, Otten, Otten. Dann habe ich eben eine Ähnlichkeit. Oder jemand heißt Julius Fein und ist klein. Denn es ist der, dann ist die Assoziation ein Reim, ne? Ja, der ist fein und klein. Also. Der Steffen kann mit Aliens nachhelfen. Zum Beispiel, ja, Steffen Effen, also den Alien haben wir jetzt im Kopf und dann habe ich seinen Vornamen. Supi. Das ist also eine Gattung. Die Gattung aber gerade bei diesen Assoziationen, ich manchmal auf die Verwechslung gefallen, dass der den falschen Namen verwendet. Weil sie dann in Kleinstadt Fein nämlich verwendet oder andersrum. Wie ist dein Name? Andreas. Hab ich ein Glück! Andreas, was passiert dann? Also wenn jetzt zu mir zum Beispiel, so sag mal was, Schreiner, sagst du, ja. Hey, Töpfer, nicht Schreiner. Was passiert dann? Bin ich denn sauer? Ich werde es gut. Ich würde es in dem Fall sagen, dass ich nicht sauer bin. Warum nicht? Wenn es rein sind und es wirklich ähnlich ist, dann weiß man ja, okay, irgendwie wusste er es und den kleinen Fehler verzeiht man dann halt auch noch. Ist euch das schon mal passiert? Und er hat sich Mühe gegeben. Also allein dieses sich Mühe geben, den anderen dann so anzusprechen. Das merke ich doch sofort, ne? Wem ist das schon mal passiert, dass er den falschen Namen hat? Und wenn das, ja, schon mal ist, wenn das mit dem Lächeln passiert ist, war das schlimm für euch? Ich denke, je nachdem wie ich zu ihm stehe, ich denke, viel schlimmer ist es, wenn ich aus Angst davor, den falschen Namen zu nennen, ständig gehemmt bin, sage ich jetzt lieber nicht, weil dann denke ich nämlich nicht an das, was ich eigentlich will, die Botschaft, die ich eigentlich vermitteln möchte, sondern bin nur damit beschäftigt, heißt der nur so oder heißt der nicht so? Oder war das jetzt Schreiner oder war das jetzt Töpfer oder Kreiner oder... Ja? Okay? Also, sehr wertvoll dieser Anruf, gestern hatte ich dich am Telefon und bin noch auf Anne nicht gekommen. Das hat Tina Anne auch gar nicht erzählt, sie hat es gar nicht mitgekriegt. Aber es passiert einfach. Ist schon auch Frauen sind da empfindlich. Da nicht. Gender-Vorteil. Was? 5 Euro für sexistischen Spruch. Nee, kein sexistischer Spruch, das ist der Erfahrung. Heißt der? Ja, genau. Ja. Heißt der Fliegerschluss, wenn ich also zum Beispiel mit einer Pressevertreterin zu tun habe, ne? Und sie ganz oft mit dem richtigen Vornamen ganz galant anspricht, die habe ich doch in der Tasche. Ja, das ist richtig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Pressevertreter seltener sieht, und da sind Frauen, wenn man sie dann nicht mehr erkennt, und man ist vorher sehr gut mit ihm klargekommen. Ein bisschen. Ja. Was bei Männern schlagt ihr vor? Nicht ganz so. Was schlagt ihr vor? Welche Möglichkeit gibt es? Machen wir anders. Was schlagt ihr vor? Was würde mir denn helfen, wenn ich jetzt unsicher bin? Noch als Alternative. Vorbereiten aufs Gespräch, kann man was aufschreiben. Vorher gucken, ja, vielleicht eine Visitenkarte von der, wenn es ein wichtiges Gespräch ist. Okay. Oder höflich nachfragen. Ja, also, ich lege den Fehler zu mir, kleines Lächeln. Okay. Nicht so schlimm, Andreas. Ne? Ja, ich mach's dann überhaupt die Alzheimer. Genau. Okay. Ich bin gut in der Zeit, ja? Ja. Okay. Nachdem wir also jetzt wissen, wie wir eine gute Kommunikation mit unserem Pressevertreter oder mit unserem Gesprächspartner, ganz wichtig natürlich auch im nächsten Bundestagswahlkampf, an diesen kleinen Ständen. Ja? Wenn wir da schaffen, wenn wir den Namen sagen und immer wieder die Leute den Namen haben, vergessen wir es nicht. Das kennen die nicht. Ansonsten stehen die Leute ja bloß um ihren Tisch und unterhalten sich miteinander über die, aber nicht mit denen über das, was passieren soll. Ja, und wenn ich dann einfach das Gefühl komme, ich nehme dich ernst, Andreas, ja, der heißt Knut, der heißt ein Knut, und wenn das mal ein Kurz ist, ist nicht so schlimm. Okay? Oder ist Alex da? Wenn Alex mal ein Axel ist, ja, ist er. War das? Nö, ne? Aber du hast gemerkt, ich hatte mich bemüht, ne? Ja. Ja?
Dieses Ding kommt aus Amerika, wie so viele in der Kommunikation. Da haben es sich die Vertreter sozusagen, die einzige Chance, mit wichtigen Leuten zu sprechen, war im Aufzug. Also hatten sie 25 Sekunden oder irgendeine Sekundenzahl, ne, um da hochzurasen in den 70. Stock. Darum heißt dieses Ding Elevator. Ich habe also ganz wenig Zeit, wichtige Informationen zu geben. Und genau so geht es uns ja auch. Ne, wenn ich mir, also ich habe ja den Beitrag vom MDR jetzt angeschaut, wie viel wirklich Redezeit von dir in dem Beitrag war, ne, also wichtige Informationen und auch vom Roman, das ist ganz knapp. Ja, und so geht es uns, wenn wir die Leute ansprechen am Stand, und so geht es uns, wenn wir mit den Presseleuten sprechen. Alle haben irgendwie keine Zeit. Also wollen wir doch uns interessant machen und wenig Zeit. Und dazu bitte ich euch jetzt, da die Karte zu zeigen. Ach, ich bitte mal meine reizende Assistentin Anna, das für diese Seite zu übernehmen. Ich erkläre euch gleich nochmal ein wenig, es ist egal, welche du nimmst, du bist trotzdem dran. Genau, das ist ein schöner Wettbewerb. Der Dresdner 50% nicht, der wähle den richtigen Namen. Ja, 50%? Ey, dann nehme ich den jetzt immer. Den Zaubertrick kenne ich schon. Außer Tobias. Du hast schon einen. Ja, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Andreas, wie die hier von Lautbatterie sind. Mein 5 von 6 weiter, der Christian wahrscheinlich. Haben alle studiert? Das sind Leute, okay. Was ist wichtig? Was wollen wir vermitteln? Wir wollen zum einen vermitteln Inhalt. Inhalt. Wir haben vielleicht in dem MDR-Beitrag mitgekriegt, dass die Menschen denken, wir haben keine Inhalte. Wir wissen, dass es anders ist. Wollen wir vermitteln. Wir wollen vermitteln, was unterscheidet uns von anderen. Was sind unsere Alleinstellungsmerkmale? Was haben nur wir, was die anderen nicht haben? Das brauchen wir dann auch nicht zu sagen, wenn wir bloß darauf bestehen, zu sagen, was nur wir haben. Dann brauchen wir keinen anderen schlecht machen oder das Fehlen der anderen zu nennen. Das ist doch immer dieses Talkrun, ja, ihr habt nicht und so weiter, das wollen wir nicht. Wir wollen aber sagen, was wir anders haben. Besser. Alleinstellungsmerkmale. Dann müssen wir natürlich wissen, was sind unsere Zielgruppen, damit wir die auch wirklich konkret ansprechen können. Und dann wollen die Menschen wissen, was sie davon haben, wenn sie uns wählen. Das interessiert die Menschen am meisten. Wenn sie nichts davon haben, gehen sie entweder nicht an die Wahlurne oder ist es ihnen sowieso alles egal. Und wir machen irgendwo ihr Preis. So, und das alles wollen wir in 25 Sekunden raffen. Okay, darum müssen wir jetzt Kompetenzen bündeln und strecken und auseinander und wieder zusammen. Also, ich bitte jetzt alle, die einen Buben haben, hier vor. Alle, die einen Buben haben, outen sich und stellen sich hier vor. Lasst euch von diesen Streichhölzern hier unten nicht abschrecken, die sind fast ungefähr. Ich habe jetzt keine Entzündung, die dann genau. Moment, ja, die Karten könnt ihr hier auf den Tisch legen, wenn ihr euch merkt, welche Farbe ihr hattet, also welches Blatt ihr hattet. Das müsst ihr wirklich wissen. Ne? Also nicht nur, dass es ein Bube war, sondern auch, ob es Herzkreuzkarbe oder. Das müsst ihr wissen. Das kommt man ja nicht anders. Alle Damen, also alle, die eine Dame gezogen hatten, viel Bogen und nur Damen. Die eine Dame gezogen hatten, mit dem Bieren gehabt. Dann ist auch noch eine Dame. Was für ein Zufall natürlich. Dann ist schon hart, ne? Das ist ganz schön sexistisch, ne? Alle haben lange die Könige bitte hier hinterher, macht euch Platz, dass ihr auch den ich bin meine Enkel. So, genau. Und die Asse hierher. Ich habe jetzt Hasenfreude. Okay. Ja, ihr seid 5, das wird wahrscheinlich aufgeben, 5. Ihr seid 4, darf ich mal schnell die Farben sehen? Das wird kontrolliert. Rechnen die beiden. Ihr wisst eure Farben auch, ja? Okay. Ihr habt jetzt
5 Minuten Zeit, ne? Also ich habe jetzt ungefähr wahrscheinlich 3 Minuten weg. Ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit, euch in der Gruppe wirklich ganz, also das ist nachher für alle wichtig, dass ihr wirklich konsequent, zügig arbeitet, um wirklich fundierte Punkte dort zu haben. Also dass es wirklich die wichtigsten Punkte sind aus dem Parteiprogramm. Dass wirklich 1, maximal 3 Alleinstellungsmerkmale stehen. Also manchmal wollen wir ja viel, aber also ein wirklich markantes, ja, was einfach zeigt, okay, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das haben die anderen definitiv nicht und das lässt sich präsentieren. Welches unsere Zielgruppen sind, auch versuchen wirklich 5 bis 6 höchstens zu benennen. Ja, also nicht Rentner, Fahrradfahrer, Hundeführer oder sowas, sondern wirklich schön fokussiert, aber nicht zu breit gestreut. Und was die Menschen davon haben, uns zu werden. Es gibt einen Strauß an Möglichkeiten. Versucht auch nicht mehr als 5 oder 6 Punkte zu finden in jetzt 4 Minuten und 30 Sekunden. Und los geht's. Wir haben noch mal Sie kriegen zum Beispiel ihre Rechte. Ja, wir dürfen das jetzt auch nicht zu reden, weil wir müssen jetzt wirklich halt einfach mal Punkte finden. Und das mit dem Offen stimmt ja auch. Also das ist halt ja, klar. Also zum Beispiel jüngere Leute, die uns ja auch nicht schreiben, was wir machen. Nee, aber das ist aber das stimmt schon. Dass Leute zum Beispiel das kannst du auch von uns auch noch mal sonst nicht wählen. Ach so. Oder dass wir sagen, Der Nichtwähler ist hier in dem Moment genau mit denen, die sagen, vielleicht sollten wir auch direkt eingrenzen, worauf die jetzt hinaus wollen. Ob die jetzt auf die Bundestagswahl hiermit gleich meinen oder generell unterscheiden sich ja schon in der Bundestagswahl, willst du ja eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, damit du von denen die Stimme bekommst. Noch 30 Sekunden. Ich würde sagen, die Globe, die
Deutschland oder alle Menschen, die in Deutschland wohnen. Was ist denn, 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 was haben die Menschen davon, wenn sie da immer so reingehen, dann ist das im Prinzip dieser Punkt, der deutsche Bevölkerung. Okay. Soll ich das schreiben, was sie zeigen? Okay, letzte Notiz. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Neue Herausforderung, einige haben ihre Karten noch. So, jetzt alle, die ein Karo hatten, egal was, bitte hierher. Alle, die ein Herz hatten, bitte hierher. Alle, die ein Pik hatten, bitte hierher. Alle, die ein Kreuz hatten, bitte hierher. Einer von den Kreuzen muss zum Herzen. Ich muss sehen. Ja, wenn du Kreuz, dann bleibst du Kreuz. Du hättest auch Kreuz, ja? Ja. Das ist doch auch schnell, dass wir alle unterschiedliche Sachen haben. Ich hab's nicht kitschig getroffen. So, okay, hört nochmal schnell zu, damit wir, hier fehlt jetzt immer noch ein Kreuz fehlt. Wir könnten tauschen, weil ich auch schon vier mache. Ja, links, hatten wir zwei Kreuzdamen? Achso, nein. Ich hab einen. Nee, okay, Damen, was fehlt euch? Du hattest Ass, du hattest? Kreuzbube. Kreuzbube, Dame, dann fehlt der König. Hatten wir einen Kreuzkönig oder die Kreuzkönige mal nennen? Ich habe einen Pik-König. Ich kann auch Bube. Nein, das geht sonst nachher nicht auf. Wir brauchen. Okay, zweimal Pik haben wir. Ja. Wir haben, glaube ich, Karten übrig. Dann geht mal ein Pik-König hier mit rein. Okay, so. Jetzt folgende Aufgabe. Immer der eine oder die zwei, die hiermit ausgearbeitet haben, erklären jetzt den anderen, was ihr da ausgearbeitet habt. Also warum ihr euch für diese Punkte entschieden habt. Ja? Also die, dafür haben wir, passt auf, dafür haben wir jetzt gleich 2 Minuten Zeit. Da müssen das alle verstanden haben, da jetzt nur wenige was zu schreiben mit haben, könnt ihr euch natürlich keine Notizen machen, müsst ihr es euch merken. Ne? Nach den 2 Minuten wird gewechselt, dann sieht jetzt, okay, hier waren jetzt die Damen dran, jetzt kommen dann hier aus der Gruppe die Könige dran, sodass also fast jeder mal dran ist, den anderen was zu erklären. Ihr braucht also keine Angst zu haben, ne? Okay? Wir gehen also alle vier dann in dieser Gruppe, in der wir jetzt sind, durch. Verstanden? Gibt es welche Fragen? Bleiben aber diejenigen vorbei, die das erstellt haben, Nee, es sind in jeder Gruppe, sind welche dabei, die das mit erstellt haben. Also es ist in jeder Gruppe jemand dabei und das sollte auch immer so sein, dass immer mindestens einer dabei ist, der das mit der Arbeit hat. Nur das, was drauf ist, ist richtig. Ja? Okay, und 2 Minuten. 2 Minuten. Und ab jetzt 2 Minuten. Das ist das Ding, das ist einfach nur, weil es ein Erlebnis ist, der 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 Erlebn
was wir das alles machen, das ist nicht der neue Aufgabe für euch. Also, Karo wechselt zu Herz, Herz zu Pik, Pik zu Kreuz und Kreuz. Und da, wo Karo stand, also ganz konkret Damen zu Königin. Ja, ihr seht das schon. Ja, ja, nicht verstanden. Du bleibst in der Mitte. Und das sind unsere Zielgruppen. Also unsere Zielgruppe sind die Nichtwähler, weil sie ja in uns eine Alternative haben. Und die Wähler, insofern, dass sie in Deutschland schon über die letzte Mal Entscheidung waren, ja, und sind dementsprechend auch unsere Zielgruppe. Und die deutsche Bevölkerung ist ja nicht so recht, weil der deutsche Bevölkerung ist. Und das ist die Zielgruppe, die wir ansprechen. Und nicht nur zu Wahlkämpfen. Also sie haben auch Kinder. Ja klar. Sie nutzen die Technik, die sie nehmen, also sie nutzen ja, und das ist natürlich in dem Moment auch neue Feedback, die ganze Sache mit rein, unter anderem auch damit, dass wir eben die Also jeder Gruppe ist jemand dabei, der das auch erklären kann. Und los geht's! 2 Minuten! Dann hatten wir die Diskussion, weil dann eine Lösung ist, dann bedeutet das aber als Lösung.
sehr liberal. Und wir sagen, uns als ein Und ein letzter Wechsel in den Uhrzeigersinn, bitte. Oh, okay. Anne, weißt du, Anne, da wusste irgendwas? Nein, nee, das war eine Frage.
Moment, darf ich jetzt mal ganz kurz organisatorisch. Also der zweite Vortrag fängt gerade aus. Das wäre jetzt die Frage, willst du es länger machen? Also wollt ihr, dass das hier länger geht? Oder sagen wir, Wir würden es wohl vor dir tragen. Also, ich würde mein Programm nicht umstellen, ich würde nicht ganz so viel Feuer machen. Ja. Dass ihr Zeit habt, ein bisschen mehr. Ja, da ist dafür. Neo, du hast auch noch eine Frage. Na, wir machen es danach. Ich bin gerne bereit, das dann im anderen Setting nochmal zu machen. Es ist Familiengeschichte, daher Familie. Und da sind manchmal Dinge, die jetzt aus der Post. Keine Rechte, ich kenne das auch. Nee, ich bin nicht alleinerziehend, aber es sollte heute mal ein freies Wochenende sein. Und es klappt nicht. Viel Spaß. Ja. Und, also alles Gute. Trotzdem, danke. Ja, wirklich. Ich hätte auch gerne. Warte mal, das ist. Okay. Gibt es einen kleinen Augenblick Technik? Wie lange wollt ihr? Weil jetzt können wir konkreter planen. Wollt ihr eine Stunde, wollt ihr anderthalb? Heißt das jetzt, dass Technik auch wieder nur. Also, dass nichts kommt? Ja, das heißt, lass uns das fertig machen und danach machen wir Technik. Wer mitmachen will, macht mit. Also wir haben jetzt noch insgesamt 2 Stunden, bis wir abbauen müssen. So gesehen sollte es für alle. Lass uns fertig machen und danach machen wir Technik. Wie lange brauchst du Technik? Wenn nicht, können wir das ja aufsplitten, ein Wiki und Liquid oder sowas. Ich sagte, ja, um 18:30 kommt die Security von Mega-Events hier rein. Also, dann wird er raus müssen. So viel mache ich das. Also ich mache also normal vorher weiter und kann es so pech. Okay. Kann ich noch irgendwelche Karten haben oder habt ihr mir die Schule gegeben? Sonst kriege ich Mega mit meiner Freundin. Hat die keine Karten mehr zum Leben, aber. Ja, genau. Du hast die Geschichte. Nee, dann nimmst du mich dafür. Das wäre ein Piratenvorteil, die wollen alles umsonst haben. Die kriegen die Karten nicht freiwillig. Oh, Alex hat Mathe mit dem Ohr. So, okay. Ein wichtiger Punkt ist jetzt natürlich, dass ihr damit auch wirklich, also jetzt habt ihr darüber gesprochen, ihr wisst alle ungefähr, in welche Richtung es geht. Hilft es, wenn es frisch ist, wenn ihr euch gleich Notizen macht? Ich mache das jetzt einmal vor, in welche Richtung es gehen soll. Und ich habe hier schon noch ein bisschen was zu schreiben, wenn ich einen Spitz habe, könnt ihr euch dann nehmen. Okay. Wir. Nimmst du mal die Zeit oder mach einer mit Kunden? Ich hatte Kunden, wie viel möchtest du? Nee, du sagst dann einfach, wenn ich fertig bin, wie viel ich gebraucht habe. Achso, alles klar. Los? Okay. Wir Piraten stehen für Transparenz. Das heißt, unser Liquid. Was ist das Ding? Democracy, würde ich jetzt sagen. Democracy sorgt dafür, dass Nichtwähler wieder zur Wahl gehen und sehen, dass wir moderne Lösungsansätze für ihre Probleme haben. Okay, was? 21 Sekunden. 21 Sekunden. Okay, verstanden. Ich verknüpfe jetzt den wichtigsten Punkt mit dem Alleinstellungsmerkmal der Zielgruppe. Also die Zielgruppe, ne? Also am Stand zum Beispiel. Wenn ich das rauskriege, ob das ein Nichtwähler ist oder ob das eben eine ältere Bevölkerung, was auch immer, ne, dann kann ich das natürlich darauf abstimmen. Aber wenn ich erstmal, um Sicherheit zu gewinnen, mir so einen Punkt rausnehme und sage, okay, ich will die Nichtwähler, ich bin einer, ja, der will die Nichtwähler, jeder für sich, der nimmt den Punkt und wenn einer sagt, nein, ich will lieber die alternde Bevölkerung gewinnen. Das ist deutsch, Peter. Die deutsche Bevölkerung? Ja, ich habe auch die Brille nicht. Hätte mich doch so ein bisschen gewundert, weil. Okay, ja, die deutsche Bevölkerung gewinnt, dann nimmt er das für sich in den Fokus. Jetzt habt ihr 3 Minuten Zeit, also euer Elevator Speak, ihr habt alle Informationen gerade euch selbst gegeben, zusammenzustellen. Der soll eben nicht länger als 30 Sekunden, im optimalen Fall 21 Sekunden dauern. Okay? So. Wer braucht? Ein Zettel? Mhm. Ja, wenn wir einen weißen, bunten, ist mir völlig schnuppern. Um euch das jetzt schnell aufzuschreiben. Ja? Also um euch das ganz schnell aufzuschreiben, was ihr da für euch als wichtigstes herausfiltern wollt von dem, was ihr gerade gehört habt. Warte mal, den brauche ich jetzt so. Was ist? Damit fange ich an, ne? Dafür stehen wir, das ist der Inhalt.
unser Alleinstellungsmerkmal. Dann kommt die Zielgruppe, wen ich erreichen will und was hat diese Zielgruppe davon? Was hat der davon, dass der mir zuhört? Oder mir fehlt das? Von dem ersten Platz eingeschränkt. Wirklich. Dann nimm deins. Von der Ziel- nimm deins, wo ja. du stehst. Ja, natürlich. Okay. Ja? Nimm deins. Also das vorher war nur eine Warnlaufrunde. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Okay. Ja? Also wenn ihr sagt, okay, ich finde, das ist noch viel markanter, dann ist es so. Ja, also was da jetzt nicht dran steht. Was dich am meisten anspricht. Wenn der nicht draufsteht, wie gesagt, müssten anderen. Ja, insofern hilft das doch gar nicht, weil da nicht alle, die gesamte Bevölkerung draufsteht, das ist keine Zielgruppe. Ja. Das ist zwar eine Theorie, dass wir im Prinzip alle erreichen können, aber man sollte dann doch gucken, bei welchen Leuten können wir unsere Ressourcen am besten unterbringen. Wo haben wir die größte Chance? Richtig. Wo erreichen wir mit wenig Widerstand erstmal das meiste? Okay, ja, nehme ich die iCloud-Junkies oder wie auch immer. Ja. Also. Ja. Ja, das war jetzt, ich bin gerade eingefallen. Ich denke ja an die engagierten Unzufriedenen. Also die schon mal auf dem Beispiel versucht haben, dann nimmst du das. Ja, die engagierten Unzufriedenen. Hast du genommen, okay. Ja. Wer braucht noch Zeit? Eine Sekunde. Okay. Machen, dann bin ich in der Stresssituation. Also wenn ich da vor dem Pressepulti stehe, der dann einfach sagt, wofür steht die Marathon? Hat ja eh so noch nie gehört. Ne? Verstanden? Okay. Also, wir stehen für Transparenz. Das ist nach meiner Auffassung ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger basisdemokratischer Punkt. Der holt die Nichtwähler an die Urnen und die können dann sehen, dass wir absolut moderne Lösungsansätze haben. Wer will das jetzt für sich mal einfach laut für alle probieren? Okay. Brauchst du das nicht? Das brauchst du nicht. Nee, ich hab's nicht. Ich glaube, den Zettel brauchst du eigentlich auch gar nicht. Bildung ist eines der wichtigsten Güter, was wir in Deutschland haben.
eines der Möglichkeiten, um Bildung an alle zu bringen, ist das bedingungslose Grundeinkommen, weil man dann dort auch sich über die Grenzen hinaus bilden kann. Das führt dazu, dass wir eben innerhalb Deutschlands an alle oder für alle Bevölkerung komplett neue Lösungsansätze finden können. Wer möchte es erklären? Ja, ein Kernpunkt in unserem Programm ist das Urheberrecht. Das ist auch gleichzeitig eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir sozusagen dieses Thema erst politisch präsent gemacht haben. Die Zielgruppe ist eigentlich damit auch jeglicher Nutzer und jeglicher Verbraucher. Und wenn man uns sozusagen wählt, dann bekommt man in Zukunft ein lockereres Urheberrecht bzw. ein faireres Urheberrecht, was auch die Urheber zum Beispiel unterstützt. Okay. Wie war das für euch? Also für euch Zuhörer? Das war ein bisschen stockend und zu speziell irgendwie auch schon. Ja, also die Herausforderung, also ich finde es erstmal ganz toll, dass ihr das so schon zusammengebracht habt. Hättet ihr euch das vorher, als ich es erklärt habe, vorstellen können, dass ihr das, das waren jetzt ungefähr 30, 35 Sekunden bei dir, hättet ihr euch vorstellen können, dass ihr das schafft, diese Punkte so schnell unterzubringen? Und jetzt kam hier sogar noch ein bisschen stockend, also schon immer noch zu viel, ne? Also mit diesen 25 Sekunden, das hat was für sich. Ne? Also wenn ihr zu Hause einfach euch die Zeit nehmt und sagt, okay, wenn ich, also oder in Vorbereitung auf so eine, am Stand oder so, also eine öffentliche Veranstaltung oder auf eine Präsentation. Okay, das ist mein Punkt, den will ich ansprechen, wupp, geht das durch. Nach diesem Schema. Ne? Dann könnt ihr in diesen Termin gehen und seid ganz relaxed, weil ihr wisst, was ihr sagt. Und ihr wisst, das hat einen Fuß. Und das geht schnell und das hören die Leute auch. Das muss alles schnell gehen, das wisst ihr. Ne? Sonst können die Menschen nicht mehr zuhören. Ja? Ich muss die Person sehen, das ist ganz wichtig, mit der ich rede. Das heißt, wenn der oder die kommen, dann weiß ich auch, was ich dem sage. Mhm. Ich halte gar nichts davon, mir vorher die Dinge, die hier dran stehen, die diskutieren wir jede Woche beim Stammtisch, die habe ich abrufbereit. Mhm. Aber ich muss wissen, wie verkaufe ich es dem? Mache ich die Kumpelnummer? Sag ich, pass mal auf, wenn du hier im Internet unterwegs bist, willst du da der Fischer sein, der sich seine Sachen aus dem Netz fischt, oder bist du der Fisch, der darin zappelt? Gut. So. Das wäre zum Beispiel, wenn ich so ein bisschen etwas kumpelhafter das machen wollen würde. Da hast du auch diese bildhafte Sprache und du weißt ja, worauf du gehst. Ne? Wenn wir jetzt mit einem Pressetermin arbeiten, dann wissen wir ja auch, worum es sich drehen soll im Normalfall. Ne? Und dann kann ich mich auf den Punkt vorbereiten. Ganz schnell. Aber ich kann meine Rede nicht ohne zu wissen, auf welche Person ich da treffe. Warum du darauf schießt? Weil ich kann meine Sätze anders bilden. Genau. Ich denke, wenn ich bestimmte Leute sehe, sage ich, na, da komme ich dann doch mit Hochdeutsch und beende meine Sätze. Ja. Oder bei dem gehe ich mal stichwortartig ran. Der mag das nicht so lang. Warum ist das so wichtig, dass wir das so, wie heißt du? Richie. Warum ist das so wichtig, dass wir das auch wirklich so machen, wie Richie es sagt? Wir haben vielleicht eine kleine Kritik verpasst. Ich finde es nicht ganz so schön, wenn man sich da jetzt Sätze vorher schon parat legt, weil eigentlich für viele Leute auch bei uns ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir tatsächlich mit den Leuten reden wollen und nicht einfach, wie es der Standardpolitiker macht, da vier Kernworte hinklatscht, die aber nicht erklärt, sodass man das Gefühl hat, er hat was gesagt, hat aber eigentlich gar nichts gesagt. Wenn jeder Pirat einfach nur sagt, Transparenz, klar, wissen wir alle, wir wollen Transparenz. Aber was ist denn das jetzt eigentlich? Die Leute erwarten, dass wir das auch ausführen und nicht, dass man ihnen einfach nur immer wieder Transparenz aufs Brot schmiert. Stelle ich die Frage nochmal anders. Warum ist das so wichtig, dass das, was ihr beide meint, ne? Dass wir das also nicht in auswendig gelernte Sätze packen, sondern in, dass wir einfach nur wissen, welche Punkte wir ansprechen wollen. Das Ziel war uns. Also im Endeffekt genau das. Also ich verbinde ganz kurz und knapp ein paar Punkte mit den Piraten. Habt ihr das MDR-Interview gesehen, was die Menschen mit den Piraten verbinden? Ich fand es inhaltsleer, wenn ich das persönlich mal sagen darf. Ja, es war charmant. Ja, definitiv. Also du hast unheimliche Punkte. Für die Inhaltslehre kann ja sie nicht, sondern das ist ja, dem muss ich ja sie gewinnen. Und dem muss ich beibringen, dass er jetzt in Zukunft Inhalt zu bringen hat. Ne?
Das ist aber nichts Schlimmes gewesen. Also, es ist alles in Ordnung. Also, alles in Ordnung. Ja. Danke. Das ist echt eine gute Übung, weil wenn du wirklich in einem Presseinterview sitzt, dann erhält sich eine halbe Stunde, gehst total zufrieden nach Hause und denkst dir, boah, alle Programmpunkte voll gut erklärt. Und dann kommt das dabei raus, was ihr gesehen habt. Ja, also, die Leute, die haben nur 10 Sekunden oder 20 Sekunden für Inhalt, der Rest sind Franziskaner, bla bla bla, was da zu sehen war. Ich weiß jetzt nicht, ob die Vertrag mit Franziskaner, aber das war ziemlich lange zu sehen, dieses Franziskaner-Dings da. Ja? So, und was die Leute auf der Straße gesagt haben, also es ist ein kleiner Auszug, ist konzeptionslos, skrupellos, unkoordiniert, zum Scheitern verurteilt. Ja, wollen wir das? Die sollen sich merken, und wenn es eben Transparenz ist, wenn es wichtig ist, aber je besser ich über den Bescheid weiß, mit dem ich rede, was für den wichtig ist, desto größer ist auch die Chance, dass der das dann weiter transportiert, egal ob das im persönlichen Gespräch ist oder über die Medien. Was auch immer. Ich weiß doch genau, wenn ich weiß, von welchem Medium der kommt, dann weiß ich doch auch, wessen Lied der singt. Und genauso werde ich aber auch. Aber dann ist doch voreingenommen ins Gespräch rein. Das ist doch aber scheiße. Ich gehe voreingenommen ins Gespräch rein. Können wir die Diskussion ans Ende legen? Ja, bitte. Dass wir jetzt mit dem Rest dabei machen, das wäre ganz toll. Achso, weil ich dachte, das wäre. Ich glaube, wir waren nicht im Diskussionsteil, oder? Nee. Entschuldigung. Aber ich erinnere mich gut, man hat ja nicht mehr ein Basis. Man hat ja ein ganzes Set, man hat ja 4 hoch n Basis. Wenn man festgestellt hat, wie er tickt, kann man sich quasi dann aus den ganzen Punkten, die man da nicht ja schon im Kopf hat, dass man darüber nachgedacht hat, dann entsprechend zusammenpuzzeln, was für ihn interessant ist. Sind da alle Wettsätzen wahr? Weil ich frage, was für den anderen interessant? Ja, im Endeffekt ist das ja auch fast wie der Fünfsatz zum Beispiel, ja, dass man halt wirklich in knappen 5 Sätzen sagt, also das, dann das, so, so und deswegen. So, und das ist im Endeffekt, die Message muss rüberkommen und erklären kann man es immer noch, aber der Vorteil ist, dass du erstmal den Leuten was gibst, wo sie sagen können, okay, da möchte ich jetzt was nachfragen, aber nicht, dass du die Leute gleich überlädst, weil dann hört dir kein Mensch mehr zu und dann kannst du so viel Inhalt rüberbringen, wie du willst. Ein super Schlusspunkt für diesen Teil. So habe ich jetzt meine Lichten weggenommen und dann muss ich das jetzt auch mitmachen und du hast jetzt keine Uhr mehr. Der Teil, was passiert, wenn wir an einen Menschen geraten, der nun ganz anderer Meinung ist? Also ist das schon mal jemandem passiert? Dass er an einen Menschen geraten? Ständig. Die Spalte immer. Nein, wir machen das Gefährlichste, was es gibt für eine Partei. Sie verschweigen es im Moment. Sie unterhalten sich doch nicht mal. Das heißt also, manchmal ist es besser, etwas herauszukitzeln. Genau. So haben wir lieber eine schlechte Presse als eine gute. Moment, schlechte Presse hat man letzte Woche. Im Moment ist das nicht so wichtig. Wenn man verschwiegen wird, ist man nicht mehr im Mund und man fällt. Diskussionsteil. Genau, ich denke, wichtig ist auch das, was Andrea vorhin gesagt hat, wenn wir vor Ort in die Gespräche kommen. Das ist glaube ich, noch viel wichtiger, dass die Menschen einen persönlichen Bezug zu uns bekommen und sehen, dass wir etwas wirklich anders machen. Ne? Und wenn wir dann auch noch wirklich alle wissen, was wir machen, dann ist es noch besser. Ne? Also wenn wir das dann auch so kommunizieren können, wissen schon was. Das machen wir jetzt. Das Problem ist, man kommt selten, wenn die Leute nicht ganz anderer Meinung sind. Auch auf den Infotischen, die kommen kurz, sagen, diese Entscheidung sind wieder weg. Wenn es jetzt im Wahlkampfzeichen gibt, dann gibt es ja manchmal so ein Rundschreiben, wer hat Lust, sich mit hinzustellen oder hat Lust, Plakat zu machen. Und dann schaffe ich es ja manchmal. Oder letztens hat mich ein Busfahrer angesprochen. Du machst für die Beratung, sag ich, ja, ich bin da jetzt bei. Ne? So, dann kann ich ja einfach mal, wenn die Frage kommt oder wie auch immer, kann sein, was bist du für ein Tommy? Andreas, hast du Lust, mit mir darüber zu streiten, dass die Piraten skrupellos sind? Auf welcher Seite bin ich? Bist du dafür oder ist das skrupellos? Ich nehme erstmal, was mir. Ich weiß, was du wolltest. Ich bin was an beiden. Du bist das skrupellos? Ja, beide. Nein, also. Du bist der Meinung, wir sind skrupellos. Okay, dann versuche ich mal, wir brauchen wieder ins Skrupellos. Okay, also du bist jetzt kein Pirat, sondern sagst, dass wir nicht skrupellos sind. Die Piraten, die halten doch auch ihr Fähnchen in jedem Weg, Hauptsache um Wählerstimmen zu bekommen. Deswegen kommst du darauf, wer hat mir diesen Mist erzählt? Das ist so ganz offensichtlich. Allein schon, ja, rechte Homo-Wehe. Das fordert die CDU auch, das ist ganz billig. Und dann hinterher ist mit so einem Tisch fallen. Du findest also, dass wir billig sind? Ja. Ich setze mich so für die Leute ein. Viel vorne, aber hinterher kommt doch auch wieder nichts raus. Was bist denn du für einer? Sag mal, liest du überhaupt Zeitung? Okay, danke, Andreas.
Könnte ein Gespräch so schon mal irgendwo am Stammtisch oder was auch immer sein? Regelmäßig. Okay. Schauen wir mal, ob das anders geht. Du bist, Andreas, dasselbe Thema. Du merkst mich nicht echt dazu, die dann plötzlich hochschaukelte dabei. Genau. Also, ist im Privaten ja viel schlimmer. Ne? Also, wenn man ganz ehrlich sind, weil wir ja uns so nah und vertraut sind, da sind die Hemmschwellen viel geringer. Ne? Wenn so am Stammtisch einer kommt das erste Mal, da sind die Hemmschwellen noch recht hoch. Aber wenn die Hemmschwellen geringer sind, also weil wir vertraut sind, dann passiert das noch schneller, dass wir so rauskommen aus, ja? Und dann kommen wir in eine emotionale Situation, da können wir gar nicht mehr klar denken. Ja? Das passiert, deswegen entstehen diese komischen Dinge, die wir lesen, im Affekt. Ja? Weil wir nicht mehr denken können. Denn im Grunde genommen sind wir Menschen soziale Wesen und wollen jemandem gar nicht wehtun. Was passiert mit einmal? Ich finde es wichtig, dass man bei so einer Sache erstmal zuhört. Ich sitze öfter mal in der Kneipe und ich rede tatsächlich mit Leuten über diese Themen. Und dann sagt einer, ihr seid doch genauso wie alle anderen. Und dann höre ich erstmal, was der sagt. Dann lasse ich den reden. Da kommen wir gleich zu. Ach so, ja, genau. Also du bist schon auf dem richtigen Weg. Ich muss bloß noch ein kleines Ding vorbringen. Okay? Entschuldigung. Supi. Bist gleich dran. Andreas, will schreiben. Machen wir nochmal, oder? War so schön. Okay. Willst du schreiben? Sonst nehme ich mir mal Andreas. Das ist egal. Darf ich Feuer geben? Dir. Ja. Ich bin auch aus dem Harz, komm. Vertrauen und Herzen. Ja, was soll es gehen? Na, skrupellos. Wir sind skrupellos. Sagst du zu mir. Komm, einfach. Spruch. Ihr wollt doch sowieso nur an die große Kugel ran. Jeder streitet sich bei euch um die besten Jobs. Oder die, wo am besten die meisten Geld nachher rauskommt. Nein, wie meinst du das? Nehmen wir mal euren Vorschlag. Wer legt zum Beispiel fest, wer in den Bundestag kommt? Oder wer auf welchen Listenplatz in den Bundestag kommt? Also, du möchtest jetzt gern wissen, wie wir das organisieren, welcher Pirat auf welchen Listenplatz kommt. So geht es, ja, genau. Da habe ich eine super Idee. Damit du das ganze Prozedere kennenlernst, treffen wir uns am nächsten Donnerstag um 18 Uhr beim Stammtisch. Was hältst du davon? Da siehst du genau, wie das funktioniert. Wollen wir das so machen? Ja, aber eure Oberin hat da irgendwas anderes dagegen. Denn sie kommen ja kaum zum Stammtisch. Ich verstehe jetzt nicht, welche Oberen du meinst. Erklär's mir. Eine Euro, die zur Wahl sich stellen würde. Also ich finde das toll. Die finde ich auch kaum auf der Straße. Auf der Straße finde ich nur andere Personen der Wahl. Ich finde das toll, in welchen Größenordnungen du denkst. Ich war jetzt völlig auf dem falschen Pferd. Verstehe ich dich richtig, dass du die in Berlin meinst? Ich meine die, die in Europa vorstellt. Ich habe selten jemanden kennengelernt, der so klar seine Meinung dazu vertritt. Ne? Darf ich dich einladen? Am Donnerstag um 18 Uhr, dann können wir, weil ich jetzt weg muss. Okay? Alles klar. So, mein Artikel soll hier so sein. Er hat sich wie ein Politiker rausgeredet und hat keine klare Aussage gemacht. Okay. Das würde dann jetzt noch besser stehen. Das ist auch dein gutes Recht, was wir jetzt hier machen. Also genau das, deswegen machen das übrigens auch viele Politiker so, weil sie jetzt keine Argumente haben. Na? Okay? Was ich euch jetzt zeigen wollte, ist die Technik, wie ich einem Streitgespräch, dem ich hoffnungslos erlegen bin, weil sowas Unsinniges wie skrupellos. Das kann doch nicht normal sein. Ne? Ich kann dir normal sagen, aber du bist doch voll behämmert. Das kann ich ihm einfach nicht sagen. Ne? So, du weißt es. So, welche Technik ich
verwenden kann. Und da kam zum Beispiel das, was du sagst, zuhören. Ich muss zuhören. Und ich muss mir die Zeit nehmen und ihn bestärken darin. Ne? Dann fühlt er sich wichtig. Was sagst du jetzt gerade? Er zeigt ja Interesse. Ey, genau, ist ja das ist so, doch der Punkt. Und dann habe ich doch die Chance. Ich wollte das wissen, aber du bist ja nicht rein. Naja, das Gespräch läuft ja auch normalerweise nicht so, also nicht so krass, das war jetzt übertrieben. Im Endeffekt hörst du zu, du stellst zum Beispiel nochmal klar die Frage, um auch nochmal aus demjenigen was herauszukitzeln, also dir jetzt. Und dann würde er zum Beispiel sagen, naja, das legt nicht der Vorstand fest, sondern das machen alle Mitglieder. So, und dann bist du wieder dran. Weißt du? So zum Beispiel. Genau, so. Genau. Okay. Und das Prinzip, was ich jetzt im zweiten Teil unserer Kommunikation, also unserer Kommunikation nochmal verwendet habe, das war die Verwendung eines Puffers. Ja? In dem Moment, wo du irgendwas zu mir sagst, stärke ich erstmal deine Person. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sich so intensiv mit diesem Punkt auseinandergesetzt hat. Oder ich finde das toll, dass du so groß denkst, ja, nach Berlin oder was auch immer. Damit stärke ich nicht seine Meinung, seine Position jetzt gerade. Also ich gebe ihm da nicht recht in der Position, dass die sich da bloß den Posten einheizen wollen. Sondern einfach nur, ich hebe ihn an, meinen Gesprächspartner, um das Gespräch am Laufen zu halten. Ne? Weil in dem Moment, wo ich mit ihnen in Konfrontation gehe, ist es irgendwann vorbei und da gibt es nichts mehr. Man muss aufpassen, dass man da nicht schleimt. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja, also nicht schleimen, können wir hier gleich runterschneiden. In grün bitte. Und was muss ich tun, um nicht zu schleimen? Du hast es vorhin gesagt. Ehrlich sein. Ehrlich, okay. Also sollte ich nicht überhaupt ehrlich sein. Sollte man ja. Aber manchmal ist es eine andere Frage. Ja, wer ist jetzt mal? Also ich will es schon immer sagen. Und du? Ich will es auch sagen. Okay. Ich bin es. Was noch? Du hast vorhin nicht zuhören. Durchaus auch Fehler zugeben. Wir machen ja nicht alles perfekt. Ja. Wenn ich in einem Streitgespräch merke, dass mein Gesprächspartner recht hat, was ist da? Um Gottes Willen, so schlimm war das. So habe ich das noch nie gesehen. Ich glaube, ich sollte meine Position nochmal überlegen. Ja, dann nehme ich ja auch was mit. Ich will ja auch, ist ja ein Gespräch, ich will ja auch was mitnehmen. Genau. In meine Runde wieder und sagen, du, ich habe letztens mit einem gesprochen, der hatte die Meinung, gar nicht blöd. Findet er dann meine Position, also findet er dann die Piraten doof, wenn ich ihm jetzt recht gebe? Wenn ich jetzt sage, du, so hast es noch nie gesehen, dann müsste ich meine Position überlegen. Im Gegenteil, hat ja. Ich finde das gut. Mindestens das. Ja, das ist doch der Punkt. Er nimmt ja auch dieses Positive damit, dass er mit jemandem als Vertreter gesprochen hat und dann dieses, oh Mann, mir wurde zugehört, ja, und ich könnte mit denen sogar diskutieren. Also nicht irgendwie, die wollten mich von ihrem Scheiß überzeugen, sondern die haben so gesagt, so, ey, cool, dass du diese Idee hattest, so, mach doch mit, so vielleicht, ja. Mach das. Ich krieg hier meinen Zeitmanager, der hat zu Recht. Okay, zuhören schreibe ich jetzt nochmal zu, Richie hat es vorhin schon gesagt. Das muss ich muss wirklich aktiv zuhören, um einfach zu begreifen, wo er hin will und um ihn dort stärken zu können. Ja? Also in seiner Person. Ja? Und damit ich mir überlegen kann, was ich dann sage, ist es völlig legitim, eine Pause zu machen. Oder eine Frage zu stellen. Wie meinst du das? Dann ist das der Puffer. Ja? Und dann überlege ich mir das. Noch besser ist es, wenn, wie ich das im zweiten Teil gemacht habe, wenn ich dann sage, hey, niemanden kennengelernt, der so tief sich in die Materie reindenkt, wollen wir das mal von der anderen Seite betrachten. Was passiert, wenn ich einen Menschen jetzt erstmal annehme, wenn ich jetzt sage, von der Seite habe ich das noch nie betrachtet? Er fühlt sich gut. Er fühlt sich gut, okay. Und wenn ich jetzt sage, aber, pass auf, wenn du mal zu uns kommen würdest, dann würdest du sehen, dass das und das. Wie fühlt er sich dann? Angegriffen. Belehrt. Angepisst. Dann ist dieses Gefühl wieder weg. Woran liegt das? Also, worin äußert sich das? In dem Wörtchen. Aber. Das heißt, da kann ich vorher wirklich so aufmerksam gewesen sein, ne? Gebe ihm Stimme der Person zu, ne? Finde es toll, dass er sich so engagiert, dass er